Alter, wenigstens wird der Stufen. Nee! Ich hätte als Gott geboren werden sollen. Boah, wie asozial ist das denn? Den hätten sie aber wenigstens stufenweise speichern können. Boah, wie asozial ist die Müllficke denn? Was ist das denn, Alter? Gesicht. Den hätten sie wirklich stufenweise speichern können, Alter. Das muss ich jetzt auch nicht mal sagen, ey. Ich werde jetzt vorläufig erstmal nichts reden, weil ich muss mich so hart konzentrieren. Vor allem bei dem Giftzeug, Alter, das ist einfach nur übertrieben. Ich muss mich so hart konzentrieren. Ich warte noch, bis das Schild unten aufgeladen ist. Ich glaube, die beste Strategie ist, unter ihm zu bleiben. Das Schlimmste an dem Level sind eigentlich die kleinen Kräfte. Natürlich bin ich noch da. Ich hatte doch gerade volles Leben. Das ist doch asozial, Alter. Jetzt alles nochmal von vorne. Boah, ist das dumm, ey. Das ist doch einfach nur asozial, Alter. Würde ich ja gern. Alles wird brennen. Ich
hab doch so ein Dämmerungsschild. Kann ich das irgendwie aktivieren, oder? Boah, ich bin hier am Schwitzen wie ein Bekloppter, ne? Alter, vielleicht habe ich doch 17. Holy shit. Noch da. Gut. Dann werde Zeuge der Geburt einer neuen Welt. Was zum... Verändert er etwa das Herz des Zorns? Sturm, Kinotaph und Monitor sind jetzt alle verbunden. Hoffentlich halten meine Schilde dieser Säuge stand. Ich glaube, immer bewegen, immer in Bewegung bleiben. Ich glaube, das ist die Taktik hier. Und hier mit dem Schild arbeiten. Jo.
sagt ihm eiskalt, Spielfläche verlassen, bla bla bla. Das wird nicht passieren. Danach gibt es nicht weiter, weil das wäre echt asozial. Ja! Mitnehmen.
Fahrt nach Junge. Oh, oh, da kann ich die Fickviecher nicht mehr treffen. Boah, ich hoffe, die speichern jetzt. Ich hoffe, es gibt jetzt einen Speicherpunkt. Das ist so asozial, wenn du das alles nochmal machen musst. Das ist der Wahnsinn, wenn du das jetzt nochmal machen musst. Alter, da kannst du mich aber mal am Arsch lecken, ne? Ich bin hier so am Schwitzen, Alter. Ich bin fertig, ey, und wir müssen noch zweimal den fertig machen, ey. Das dauert ewig. Boah, ich kann nicht mehr, ne? Schild, hallo. Sagen, hier kann ich ihn, krieg ihn definitiv viel besser down in dem anderen Bereich, wobei das Gift, weil das hier ist einfacher, hier hat er keine Schergen, die du auch noch bekämpfen musst. Hier kannst du nur easy greifen. Das gesehen? Faye war mit dem Monitor verbunden, von Krypta zu Krypta. Sie weiß, was zu tun ist. Wie geht es ihr? Keine Ahnung. Nicht gut. Mir geht's besser als dir. Halleck. Lass gut sein. Die Hymne unterbrach meine Verbindung zu dir. Ich muss zu dieser Maschine. Ich hab dich, Faye. Keine Zeit zu verlieren. Ich kann die Hymne hören. Was machen wir jetzt? Dominion-Siegel. Um euch zum Kenotaph zu bringen, muss ich näher an die Hymne heran. So wie der Monitor. Geh, solange du noch kannst. Du schaffst das. Faye, lass sie los! Komm zurück! Sie ist wunderschön. Faye! Faye! Alles okay? Ich hab sie gehört. Ich hab sie gehört und sie losgelassen. Faye, wir haben's geschafft.
Wir haben es geschafft. Ganz ruhig. Also, was kommt jetzt? Nichts. Du sagtest einen Job. Hab ich nicht. Hast du. Ich war dort. Du warst klar und deutlich. Naja, vielleicht will ich ja neu verhandeln. Aber noch wichtiger, wer repariert meinen Läufer? Unseren Läufer. Das meinte er wohl. Glaube ich nicht. Ich sag euch was. Ihr helft beim Reparieren. Und dann reden wir weiter. Alter, bin ich fertig. Boah, ich kann nicht mehr, Alter. Freischaltung. Pilot erhöht. Neuer Chaplin freigeschaltet. Alter, ich bin fertig mit der Welt. Das hat aber auch reingehauen. Ja, und damit haben wir es geschafft. Wir haben die Story von Anthem durch. Und damit bedanke ich mich ganz recht herzlich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns in einem neuen Let's Play, in einem anderen Let's Play wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend. Gute Nacht. Was auch immer. Wir sehen uns. Macht's gut. Ich bin raus. Bis dahin. Tschüss.
Hey. Hey, Freelancer. Yarrow. Was gibt's Neues vom Dominion? Der Monitor ist tot, aber es kämpfen noch viele. Wir sprechen uns später. Hörst du? Tu ich. Hm. Die Mistkerle bleiben wohl eine Weile. Sie haben es geschafft. Gute Arbeit. Natürlich haben wir das. Das stand außer Zweifel. Danke. Zeit zu feiern. Lasst uns einen trinken. Solange wir nicht über Arbeit reden. Was? Ich? Okay. Haben Sie einen Moment? Darf ich über meinen Läufer reden? Ich habe Pläne. Gib mir nur 5 Minuten zum Entspannen, ohne Läufer, Hymne oder Relikte oder Aufträge. Ei, ei, ei. Sie sollten da etwas sehen. Das ist Großmeister Adams. Du warst in Freimark. Du hast den Kenotaph eingedämmt. Ja, mit Hilfe. So soll es sein. Allein stark, gemeinsam stärker. Ich will dir was zeigen. Wir haben das hier vor der Grenze im Osten gefunden. 2 unserer Leute starben, bevor wir ihn töten konnten. Er hatte eine Karte bei sich. Urgoth, Sie haben von ihnen gehört. Aus Geschichten und von Bildern. Aber sie sind schon lange nicht mehr in Bastion. Es könnte nur ein einsamer Späher sein oder der Anfang von etwas viel Größerem. Corvus ist besorgt, dass der Tod des Monitors, obwohl wichtig, uns an unerwarteten Stellen verwundbar gemacht hat. Und wir wenden uns an dich, denn du bist allem Anschein nach etwas Besonderes. Kannst du das für dich behalten? Wir wollen keine Panik auslösen. Klar. Gut. Wir sehen uns.